So, ich weiß, der war hier, glaube ich. Der Waldlaurer. Auf den das Kopfgeld ausgesetzt war. Galloway Schrein, zerstörter Wagen, Banditenlager. Ja, genau. Größere Erdfäule. Ja, genau, mit Trollen und allem. Versuchen wir mal, die zu übernehmen. Jawohl, das hat geklappt. Und jetzt erstmal alle auf den Laurer. Und zwar mit einer Sehnenentzündung, also der Bewohner. Au. Wenn der nämlich fällt, dann können wir den Rest leichter töten. Palegina, du heimer Äther. Okay, es hat die Mutter umgehauen, aber egal. Warum sind die beiden jetzt umgefallen? Na, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir müssen zuerst die komischen Weiber loswerden. Die machen nämlich mehr Stunk. Erst wenn wir die beiden los sind. Ich glaube, wir sollten alles töten, bis auf den Bewohner. Erst einmal. Und einen Troll übernehmen. Der könnte nämlich etwas länger halten als die komische Waldzauberin da. Wobei ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass der mitskillt. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Level-Ups gemacht, seitdem wir dem das letzte Mal begegnet sind. Oder wir sollen, oder was ich gerade vergessen habe, wir sollen unsere Waffen mal upgraden. Verzaubern. Ich könnte präzise machen. Für außergewöhnlich brauche ich Rubine und Vitra-Gehirne. Feuerpeitsche, Frostpeitsche, das kann ich alles. Schaden gegen Primitiv, Schaden gegen Humanoid, das wäre auch nicht schlecht. Zwerg 11, Schaden. Schaden gegen Geister. Na gut. Wie sieht es mit Eddas Waffe aus? Da brauche ich auch ein Vitra-Gehirn, okay. Ihre Waffe. Brauche ich auch Vitra-Gehirne, aber wo kriege ich die her? Nein, dein Bogen. Ja, ich brauche einen Haufen Vitra-Gehirne und Rubine. Oh, wie sieht's mit Rüstungen aus? Du trägst gerade einen guten Schuppenpanzer. Und Vitra-Gehirne. Ah, aber ich könnte meinen Attributsbonus dir verpassen. Verfassung? Nein, Gewandtheit klingt besser. Verzaubern. So. Wie sieht's bei Edda aus? Du hast schon überall Boni drin und außergewöhnlich kann ich dich nicht machen. Du hast schon Verzaubern. Der Verfassung plus 2. Verfassung. Der Verfassung. Verfassung plus 2 bräuchte ich einen Diamanten. Ah, da könnte ich mal abends im Todsbuch bei meinem Händler des Diamanthändler des Vertrauens nachgucken. Oder Edelsteinhändler. Oh, Paleginas Rüstung. Die ist ja noch nicht mal gut. Dann mach die mal gut. Pilgerkronen haben wir dafür nämlich genug. Und gib ihr mal Macht. So. Und ich habe vergessen, Sagani eine bessere Rüstung zu geben. Na gut. Können wir immer noch machen, wenn ich hier den Bewohner ausgeschalten habe. Ich denke mal, das dürfte ich hinkriegen.
Let's go. Genau, erstmal die weg. Hier auf den, du. Mach mal den Strippenzieher auf den da. Und ihr drei auf die. Au, was greift die denn an? Okay, meine Mutter ist schon mal umgefallen. Eine Flammenfeule, das ist nicht so gut. Der Troll, der folgt uns noch. Okay. Du mach mal das. Okay, Edda prügelt sich gerade mit dem Bewohner. Okay, warum hat es den einen jetzt umgehauen? Ah, Sagani hat es auch umgehauen. Schnellspeicher Schwarzauen. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, ist, die langsam wegzulocken, weil die Fäule, die sind ja langsam. Und diese Magierinnen sind recht schnell. Also wenn ich mich unten irgendwo verschanze und dann eine anballer. Ja. Mhm. Vielleicht kann ich sie auch ein bisschen zerpflücken. Das ist vielleicht auch keine so schlechte Strategie. Mhm. So. Erst einmal ein bisschen nach da oben. Steady does it. Ja, genau, dich da. Ich baller euch am besten von hier aus an. So, und dann renne ich ganz schnell weg. Okay, Troll ist schon mal unterwegs. Und jetzt erstmal auf die da. Jetzt den Troll. Ich glaube nicht, dass ich Erdfäule übernehmen kann, aber ich kann nicht mal ein bisschen. Schwächen. So, Edda heilen. Und mal den Bewohner ordentlich eine verpassen. So, der Bewohner ist weg. Sehr schön. Erwecktes Adra, Kopf des Bewohners, sehr schön. Tagebuch wurde aktualisiert. Der Bewohner ist tot, ich kann die Belohnung einfordern, wenn ich Oberwärter seinen Kopf bringe. Sure. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aber das ist noch nicht alles. Denn hier ist noch mindestens eine so eine. Let's go. Genau so eine. So, und jetzt der Troll. Und die große Erdfreude zum Schluss. Und dann haben wir das erledigt. Verfassung erhöht die Lebenspunkte, oder? Ja, hoffe ich mal. So. Sehr schön.
Noch mehr Material und das war's. Sehr gut. Ein Kopfgeldjäger-Auftrag weniger. Übrigens, dann muss der Troll wirklich bei Unlocks Kompass sein. Nicht der Troll, der Oger. Der Ogerpriester. Und nur lasse ich jetzt noch ein bisschen sein. 250 Bezahlung. Kommt noch was ausgeklappt? Ja. Deine Sicherheitsleute berichten, dass Waldlaurer angreifen. Okay. Manuell könnte ich das beenden. Dass Schatten und Waldlaurer angreifen. Ja. Erst gebe ich den Kopfgeldjäger-Auftrag ab. Wenn ich schon dabei bin, Sagani. Nee, nicht Handwerk, sondern Rüstung. Ich hätte da eine schicke Rüstung. Ich dachte, ich hätte hier Zugriff. Oder habe ich das nur in meiner Leuchthöhle? Nö, hier kann ich nicht aufs Versteck. Türme, Rastbonus plus 3 Wahrnehmung. Und ich dachte, ich kann hier schon aufs Lager. Da muss ich wohl kurz in die Leuchthöhle gehen. So, jetzt aber erstmal einen Kopfgeldjäger-Auftrag abgeben. Ich habe auch so das Gefühl, dass es nicht mehr sehr viel mehr Kopfgeldjäger-Aufträge gibt. Ich ganz ehrlich sein soll. Also neue. Weil es gibt ja auch nicht mehr sonderlich viele Gebiete. How do you do? Gut, ja, was kann ich für dich tun? Ich habe den Bewohner erfährt. Zur Freude der Kaufleute nehme ich an. Hier ist das Geld, das sie geboten haben. Kopf des Bewohners, Kupfer, Erfahrung. Gibt es neue Kopfgelder? Mehr habe ich im Moment nicht anzubieten. Wenn du dich um diese hier gekümmert hast, habe ich aber bestimmt neue Ziele. So, Bewohner ist abgeschlossen. Und wir haben ein Abenteuer. Schicken wir mal ihn hier. Und ja, wir sind auf dem besten Wege, die nächste Stufe zu erreichen. Sehr schön. Vielleicht sogar dadurch, dass wir jetzt dann in Trutzbuch die Quest abgeben. Da können wir uns an den anderen Kopfgeldjäger-Aufträgen noch versuchen. So. Jetzt aber erstmal in die Leuchthöhle. Mit Super Speed. Dass ich auf mein Lager zugreifen kann. Ja, da rennen alle. Dass ich für Palegina keine bessere Rüstung habe. In der sieht sie nämlich etwas komisch aus. Eigenschaften. Plus 2 Überleben. Ja, okay. Gibt Raserei. Bei einem kritischen Treffer. Raserei, Probing und Geschwindigkeit sofort. Nutzer plus... Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht. Schadensreduktion und Machtboni haben wir ja draufgepackt. Dadurch hat die Rüstung ja schon 9 von 12. Also viel mehr können wir gar nicht mehr drauf geben. Wenn wir das hier machen, wären es 4 Punkte mehr. Hervorragend. Und wir könnten nur noch 3 Punkte. Also wir können sie höchstens noch außergewöhnlich machen. Und ihr eine Resistenz geben, die einen Punkt kostet. Und das war's auch schon. Ja,
Wie sieht es eigentlich mit Eddas Rüstung aus? Doch, die haben wir schon. So. Waste mal alle, ein Vorhutsoldat. Ist auch schön, dass die Leute hier patrouillieren. So, ab in die Leuchthöhle. Da waren wir eh schon lange nicht mehr drin. Die hat sich ja jetzt mittlerweile etwas gemausert. Und vielleicht sind meine anderen Kameraden ja hier in der Leuchthöhle.